So, was haben wir denn hier Nettes? Durchtränkter Friedhof. Und hier irgendwo ist Tamil. Aber wo denn? Oh, ein Smaragd, wow. Hier ist er auch nicht. Sehr seltsam. So weit weg kann er doch gar nicht sein. No! Berg Tamils Leiche, oh Gott. Ihn hat es also erwischt. Tamils Leiche, habe ich einfach komplett jetzt genommen oder was? Wahnsinn. So läuft es halt hier in Sanctuario. Ey. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Oh, da ist er. Schlechte Nachrichten, Zerg. Tamil lag tot auf dem Friedhof. Ich habe seine Leiche als Beweis mitgebracht. Ha, das Versprechen wurde gehalten. Legt ihn schnell auf die Liege. Es wurde schon zu viel Zeit verschwendet. Hä? Und du hast dann was vor? Steif, leicht aufgedunsen, hat schon schöne Blasen ausgebildet. Noch keine Brüche. Noch keine 3 Tage tot. Okay. Und was genau steckt dahinter? Was habt ihr mit der Leiche vor? Ich habe eine Krankheit herangezüchtet. Tief im Sumpf. Ganz kontrolliert unter meiner Obhut. Oh Mann. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber der Baum sieht das als Bedrohung. Sie muss geläutert werden. Im Süden wurden 3 Leichen mit den möglichen Heilmitteln präpariert. Ich werde mich um unseren Freund hier kümmern. Bringt mir eine Probe von der gesündesten Leiche dort. Hm, okay. Erzählt mir mehr von dieser Krankheit. Aber krass, dass er irgendwas heranzüchtet einfach. Und dann lässt er es auf die Menschheit los. Aha, kommt mir bekannt vor. Nein, Quatsch. Verschwörungstheorien und so. Ich habe einen Spaziergang im Sumpf gemacht. Pilze beobachtet, die aus einem Vogelkadaver sprossen, als ich es spürte. Etwas Neues. Eine unbekannte Krankheit. Da war sie. In einer verfaulten Leiche gefangen. Rief mich. Bat mich, gezüchtet zu werden. Ich brachte sie zu einem meiner Leichenhaine. Die Krankheit hat sich ausgebreitet. Labte sich an dem Tod. Atemberaubend schön. Aber der Baum spürt, welchen Schaden sie in fremden Händen anrichten könnte. Okay, dann suchen wir doch mal diese Leichname. Oh mein Gott. Schon verrückt, dieser Zerg. Okay, wo haben wir das denn? Oh, das ist ja ganz in der Nähe. Versuchen wir, die Experimente zu finden. Und herauszufinden, wo das Ganze uns hinführt. Okay, hier ist der erste. Da. Yummy. Yum, 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 yum. Fleischprobe nehmen. Nee, wirklich nicht das, wonach ich suche. Würde ich jetzt direkt so unterschreiben. Okay. Brandschatzer. Warum kommen die denn auf einmal aus allen Ecken gesprungen? Oh, da ist ja schon die nächste Leiche. Noch eine Fleischprobe. Nee, das ist es auch einfach nicht. Lauf mir mit dieser Quest. Please. Save me.
okay. Ja, ich musste mich jetzt erstmal mit Feuer säubern. Das Krasse ist, dass hier alle Missionsziele offenbar an einem Punkt sind. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ah. Oh. Die lebt. Aber scheiße, sie kämpft gegen uns. Oh. Unverderbtes Fleisch. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir die Probe zu Zerg zurück. Mal sehen, was er daraufhin zu sagen hat. Hier ist die Probe, die ihr wolltet. Hallo. Gut. Geht doch. Von welcher Leiche stammt? Gleich von deiner. Oh. Ey, keine Ahnung, Bro. Rosafarbene Blumen. Ja, ergibt Sinn. Diese Leiche wurde mit Trauernessel, Schlangendorn und Blutpilz behandelt. Okay, abgeschlossen. Und was hat das jetzt für eine Auswirkung, ob ich das Richtige oder das Falsche gesagt habe? Naja, wir sprechen nochmal mit ihm. Habt ihr alles Nötige, um diese Krankheit zu heilen? Fast. Eine wichtige Zutat fehlt noch. Der Blutpilz. Richtig schwer zu züchten, weil er einen lebenden Wirt braucht. Ich habe eine Handvoll auf eine Kreatur vor den Reservoirruinen verpflanzt. Sobald ihr sie gesammelt habt, reist in den Süden. Sucht nach dem Leichenhaufen. Ich werde euch dort an der Quelle der Krankheit treffen. Die Quelle der Krankheit. Döp, döp, döp. Findet die Blutpilzwirtin. Das ist tatsächlich dann auch hier oben. Das ist eine ganze Ecke weit. Aber mit unserem Hühort geht das recht schnell. Ja, da passt man einmal nicht auf und schon ist man falsch abgebogen. Aufragendes Gebäude. Oh nein, da ist sie. Die sieht aus wie aus The Last of Us entflohen. And I don't like that. Schon wieder kein Mana. Wir haben sie. Und wir haben den Blutpilz. Findet Zerg. Okay, der ist jetzt ganz woanders. Wahrscheinlich bei so einer Art Ritualplatz oder so. Aber ich frage mich echt, was passiert ist, wenn wir das Falsche gesagt haben. Bei der letzten Quest. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Wobei, vielleicht hätte er das auch gemerkt, dass es Quatsch sein würde. Scheint ja diese Möglichkeit oder diese Antwort auch schon logisch gefunden zu haben. Ich hatte die eh schon im Kopf verteilt. So, Zerg. Alleine wie es hier schon aussieht mit den ganzen Kadavern und so. Ja, hast du dich eigentlich mal nicht gefragt, warum die überall Untote sind? Und dich irgendwie um die gekümmert? Nee? Ich merk schon. Okay, Samil. Sprecht mit Zerg. Was passiert nun? Ihr habt alle Zutaten. Was kommt als nächstes? Seht nur, wie die Krankheit die Haut der Leichen marmoriert hat. Dieser Hügel ist meine beste Arbeit. Die Verwesung dringt hier tief vor. Wie eine Vibration.
Ein Lied, das alle anderen übertönt. Eine Schande, dass ich es für immer zum Schweigen bringen muss. Ich werde das Heilmittel in den Boden schieben. Das wird den Sumpf aufwühlen. Ihr müsst alles abwehren, was dadurch geweckt wird. Das tue ich schon mein ganzes Leben lang. Also Dinge abwehren. Pestmaden. Klar, was soll das sonst kommen? Du schaffst das, Zerg. Alles zersplotcht. Es kommt noch mehr. So, hier wäre dann nur dieser Elite-Gegner, der plötzlich aufgetaucht ist. Oh no. Noch ein Elite-Gegner. Sag, du schaffst das! Bleib standhaft! Er sucht gerade das WLAN-Signal. Er hat es scheinbar gefunden. Wie sieht's aus, Sag? Ist die Verdammnis fort? Ihr seht nicht gerade erfreut aus. Ja, es ist vollbracht. Das ist das Problem. Die Leute sehen die Verwesung als etwas Lebloses. Oder schlimmer noch, Verderbtes an. Ich weiß es besser. Sie denkt und fühlt vielleicht nicht wie wir, aber sie hat einen Puls. Jetzt ist dieser Ort karg. So wollte es der Baum. Na, achtet nicht auf meine Sorgen. Ihr habt mir geholfen. Und niemand soll sagen, Zerg würde seine Schuld nicht begleichen. Das ist für euch. Mögt ihr immer in der Gunst des Baums stehen. Alleine dieser Name schon, ne? Zerg, Zerg. Schon ein bisschen bekloppt. Das Lied der Fäulnis abgeschlossen. Wir haben hier jetzt sowieso auch nochmal ein bisschen Kräuterkundezeug. Kopfschutz der Balsamierung. Oh Mann, ey. Ja, schon ein sehr interessanter Charakter. Aber, ne, hat mal wieder dabei geholfen, hier ein bisschen Nebenquests abzuarbeiten. Jetzt haben wir 20 von 49 immerhin. Aber ansonsten sehe ich hier keine weiteren Nebenquests. Zumindest jetzt hier nicht. Ich wüsste auch nicht, wo da nochmal was sein soll. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal aufbrechen zur Rakat-Feste. Und dann mal sehen, ob wir hier Elias treffen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und was noch so passiert, also Elias könnte halt der Endboss vom fünften Akt sein. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Da sind sie alle. Hey Neral, wie kommt ihr zurecht? Das Fieber hat sich zumindest gesenkt. Jetzt pocht nur noch meine mein Arm. Lorat verspricht, dass es besser wird. Ist momentan schwer zu glauben. Naja, immerhin lebst du, Kindchen. Thaisa, warum seid ihr hier? Nach all dem Gerede über die horadrischen Künste wollte ich sie selbst sehen. Na, verstehe, das ist der einzige Grund, nicht irgendwie die Welt retten oder so, nachdem wir dich gerettet haben. Ihr werdet am Ritual teilnehmen? Leider ja. Genau wie Nerell. Donan hat vielleicht endlich einen klaren Kopf, aber der Seelenstein ist unsere einzige Waffe gegen Lilith. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Hm, kann ich nachvollziehen. Hey Donan, sind wir bereit dafür? Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt... Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung,
an Inarius oder sonst jemandem. Der hat sich sowieso kaum blicken lassen, der Typ. Insofern folgt Donan in die schwarze Gruft von Sankekur. Die faulige Unterkrypta. Ach ja, hier waren wir ja bereits. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell. Oder kommt uns Elias zuvor und erwartet bereits am Sarg auf uns. Das könnte auch sein. Gruft von Sankekur. Jeder übernimmt eine Seite. Vielleicht so ähnlich. Sprecht mit Donan. Wir sind alle hier. Was passiert jetzt? In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Fangen wir an. Kreation Dan Tenis Berry Distom Iklumun. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Es ist Elias. Scheiße. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Ich werde ihn selbst töten. Ich will helfen. Ich will helfen. Ich find's krass, wie Nerell hilft. Obwohl sie ja eigentlich gar keine Ahnung davon haben dürfte. Wo ist Elias? Und warum kommt er von der Seite aus? Ist es die Hintertür einfach? Thaisa! Thaisa! Warte! Der Baum verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfackeln. Eure Leiche in die Flammen. Ich bin außer der Mutter etwas schuldig. Du wirst schon sehen, was du von deiner Großkotzigkeit hast, gefallener Horadrim. Nun ist ein für alle Mal Ende im Gelände. Oh, da kommt großer Dämon. Oh. Ich frage mich wirklich, ob er das weiß, dass er jetzt nicht mehr unsterblich ist. Dann wird er nämlich gleich ein böses Erwachen haben, beziehungsweise er wird gar kein Erwachen mehr haben. Metzel ihn! Jetzt haben wir... Oh, oh. Oh, das haut ganz schön rein. Ihm geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen der Stift, weil er merkt, sein Leben lässt nach. Nichts mehr, was er tun kann. Wie oft müssen wir das noch tun, bevor ihr es lernt? Ihr werdet mich niemals töten können, seht es ein. Ich war in den tiefsten Kammern des versunkenen Tempels, Elias. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Immerhin hatten wir noch Zeit und wir hatten lustigerweise noch Zeit, unseren Helm wieder anzuziehen. Okay, er ist abgehauen, der Feigling. Wir werden ihn aufhalten. Er wird nicht entkommen. Aber wo ist er? Und warum sind hier überall diese komischen Maden-Kokons? I don't like that.
Ich meine, was will er jetzt noch tun? Und warum wird der Kampf wieder verschoben? Was will er denn jetzt noch tun? Pestmoor. Ich bin hier. Hi. Wo ist er? Wo ist Elias? Da ist eine Blutspur. Ich habe ihn in den Tunneln verloren. Aber der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim, wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Wo ist er? Am Ende dieser blutigen Spur. Hier entlang. Tja. Es ist also bald zu Ende. Das wird sein Last Stand, wenn wir ihn wieder treffen. Überall diese komischen Kokons, Mann. Oh. Da haben wir ihn ja. Taisa. Ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lorat. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Lorat. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Das wird Lilith sein, die zuguckt. Ah ne, das ist der Baum, der sich jetzt den Kopf holt. Klar, damit er am Baum hängt. Tja, und damit ist Elias einer der zwei großen Antagonisten des Spiels erledigt. Das wird nicht einfach für Lorat gewesen sein und ich sehe ihn hier auch gerade nicht. Und ich hoffe, dass die Arbeiten am Seelenstein abgeschlossen sind. Was passiert jetzt? Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum. Und euer Seelenstein ist ausgerichtet. Hier verlasse ich euch. Bitte? Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen. Ich kenne die Schwere eurer Gründe. Aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Und danke für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donan. Sie hat meinen Namen genannt. Lorat wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Und um seinen Mut zu beweisen, tat er was? Losziehen, um Lilith allein gegenüberzutreten? Elias hat uns nie gesagt, wo wir sie finden können.
Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Lorat könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis? Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Haltet ihn auf! Er darf den Preis nicht zahlen. Das wäre nicht gut. Nicht noch ein toter Horadrim. Bitte nicht. Nicht diesmal. So, wo müssen wir da hin? Hier. Ja, das ist ja Gott sei Dank so nah, dass wir einfach hier die Schnellreisepunkt aktivieren müssen nur. So. Bitte nicht, Lorat. Bitte nicht. Du musst jetzt nicht alles opfern. Da hängt Elias Kopf. Lorat, was habt ihr getan? Lilith ist uns schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. Den Preis wert? Ihr schuldet dem Baum euren Kopf. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit den anderen gehängt. Na und? Brauche ich etwa eure Erlaubnis? Es ist geschehen. Vergesst es. Während wir hier im Schlamm stehen, ist Lilith auf dem Weg, Mephistos Macht zu absorbieren. Sie hat ein Tor zur Hölle gefunden und nähert sich mit dem Schlüssel. Wo ist das Tor, Bruder? Unter Caldeum. Ui. Es wird doch sicher jemand Widerstand leisten. Nein. Die Narren haben sie willkommen geheißen. Es liegt an uns, sie aufzuhalten und in den Seelenstein zu sperren. Das ist alles, was zählt. Und wenn Lilith bereits durch das Tor gegangen ist? Wir folgen ihr in die Hölle. Ich werde uns mit allen Mitteln dorthin bringen. Wir vier? Allein? Das ist Wahnsinn. Kein Irrsinn, Kind. Pflicht. Wir treffen uns zur Vorbereitung in Tazarak. Betet, dass wir nicht zu spät sind. Eigenartig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Immerhin ein verdammtes Rätsel weniger, um das man sich kümmern muss. Lag ich falsch? Ich habe getan, was ich tun musste. Wir suchten Antworten und fanden sie. Lilith plante, die Tore der Hölle zu stürmen. Astaroth, Radma und der Schlüssel, alles hatte zu diesem Punkt geführt. Doch wir wussten nicht, dass Inarius und die Kathedrale einen Feldzug gegen Lilith begonnen hatten, als wir noch im Sumpf umherirrten. Ihre Schlacht würde die Welt verwüsten und der siegreich hervorgeht, würde ihren Überresten keine Gnade zeigen. Wir hofften, Lilith vor Inarius zu erreichen, doch wir konnten nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde. Tja, und damit ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, der fünfte Akt des Spiels abgeschlossen. Ja, verkaufte Schicksale ist der fünfte Akt. Und wir nähern uns, beziehungsweise sind jetzt im letzten Akt des Spiels. Es ist soweit, Freunde. Es ist soweit. Wie heißt denn die Quest, die wir jetzt machen müssen? Tanz der Schöpfer. Dunkle Machenschaften in Khejistan. Trefft euch mit den Horadrim in Tazarak. Hier haben wir jetzt eine Quest, sehe ich gerade. Verschlungene Erinnerungen. Interessant. Naja, wir haben jetzt wirklich viel geschafft und wie gesagt, sind im letzten Akt des Spiels. Bevor wir den letzten Akt so richtig angehen, kann man auf jeden Fall nochmal ein paar Nebenquests machen in den verschiedenen Gebieten. Und dann, ja, mal sehen, was noch passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dieser Feldzug von Lilith von Inarius gegen Lilith, der war ja lange im Prinzip, hatte sich der angekündigt und ist lange überfällig.
Und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und ob beide am Ende sterben? I don't know. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn es das nächste Mal weitergeht. Und wenn wir, ja, die Geschichte weitererleben werden. Denkt natürlich immer daran. I want you. For an adventure.